Hallo, ich grüße Sie. Heute würde ich gern die verschiedenen Checkpoints im Rahmen einer Beinverlängerung mit Ihnen besprechen. Die Checkpoints unterscheiden sich so ein bisschen zwischen Oberschenkelverlängerung und Unterschenkelverlängerung, aber das sind Punkte, die wir definiert haben, die jeder Patient im Grunde genommen erreichen sollte und auch die jeder Patient erreicht. Es gibt Ihnen so ein bisschen eine Planungssicherheit bzw. ein Muster vor, wo Sie sich dran entlanghangeln können, wo Sie dann auch so ein bisschen besser im Grunde genommen die Verlängerung verstehen und auch planen können, wie Sie regenerieren und dementsprechend eine Sicherheit. Wenn wir anfangen, ist es der Tag der Operation. Am Tag der Operation kommen Sie ins Krankenhaus, dann führe ich die Operation durch. Im Oberschenkelbereich ungefähr 2,5 bis 3 Stunden für beide Oberschenkel. Im Unterschenkelbereich, das dauert immer ein kleines bisschen länger. Das heißt, da sind wir bei 5 Stunden für beide Unterschenkel, ganz einfach, weil die chirurgisch deutlich aufwendiger sind. Nach der Operation kommen Sie in den Aufwachraum. Im Aufwachraum bleiben Sie circa 2 Stunden und kommen dann in das private Klinikzimmer, wo Sie die nächsten 5 Tage von uns versorgt werden. Manchmal ist es so, dass ich am selben Tag der Operation mit den Oberschenkelpatienten aufstehe. Dann können wir sie schon mobilisieren. Die Mobilisierung erfolgt meistens erstmal an Unterarm-G-Stützen, weil sie dann auch Sicherheit gewinnen bzw. dort ein kontrolliertes Gangbild sich antrainieren können. Oft ist es aber so, dass sie einfach von der Narkose ein bisschen Schwindel, ein bisschen Übelkeit und niedrigen Blutdruck haben, das sich dann im Tagesverlauf aber auch schon gibt, sodass sie nicht direkt am gleichen Tag der Operation mobilisiert werden, sondern spätestens am Tag 1 nach der Operation. Das ist unser Minimum, was Sie erreichen müssen. Das heißt, Tag 1 nach der Operation müssen Sie auf die Beine gestellt sein. Sie müssen mobil sein. Rollstuhl oder sonst irgendwas dergleichen ist verboten bei Ihrem Institut. Dann ab Tag 1 bis Tag 5 ist die Phase im Krankenhaus, wo Sie permanent aus dem Bett geholt werden und eine Mobilisierung erfolgt durch das gesamte Team. Das heißt, Sie lernen erstmal im Nachstellschritt an den Unterarm-G-Stützen zu laufen, anschließend im Wechselschritt an den Unterarm-G-Stützen zu laufen und vergrößern immer weiter Ihren Laufradius im Rahmen der Erstmobilisation. Tag 5, wir sehen es dann auch hier an der Timeline. Tag 5 ist so der Tag, wo Sie dann im Allgemeinen wechseln in die Rehabilitation. Im Rehabilitationsbereich haben Sie erstmal einen Tag Regeneration und anschließend fangen wir mit Ihnen die Verlängerung an. Das heißt, im Oberschenkelbereich zeigen wir Ihnen, wie Sie selbstständig den Verlängerungsmechanismus durchführen, das heißt das Klicken machen. Und zeitgleich fangen wir an, Sie anzulernen, wie Sie Ihre Dehnungsübungen machen. Das läuft so ein bisschen überschneidend, gerade in den nächsten paar Tagen, weil es ist in der Anfangsphase noch nicht zwingend notwendig, dass Sie sich so auf die Dehnungsübungen fokussieren. Da ist ja noch keine Spannung vorhanden. Sie bauen die Spannung ja erstmal auf, indem Sie ein paar Tage bis Wochen geklickt haben. Dann ist die Muskulatur auf Spannung. Das ist nicht vordringlich in der ersten Phase. Sodass Sie auf jeden Fall den Checkpoint selbstständiges Klicken erreichen müssen. Das heißt, Sie müssen den Verlängerungsvorgang in der Rehabilitation selbstständig und problemlos durchführen. Das wird im Allgemeinen von den ganzen Patienten erreicht. Das ist kein großes Thema. Und dann ist der nächste Fokus darauf, Sie anzulernen, wie Sie Ihre Dehnungsübungen selbstständig durchführen können, wie Sie Positionswechsel selbstständig machen können, weil das ist alles ein bisschen unterschiedlich, wenn man mobile Beine hat im Vergleich zu starren Beinen. Da muss man immer noch ein bisschen Hilfsmittel nehmen bzw. Adaptionen erlernen, Ausgleichsmechanismen sich antrainieren. Das bekommen Sie alles gezeigt in der Rehabilitationsphase. Die ist im Allgemeinen bis Tag 14. Nach Tag 14 sollten Sie auf jeden Fall den Checkpoint passiert haben, selbstständiges Klicken. Sie sollten auf jeden Fall mobil sein mit Unterarm-G-Stützen, mit einer sehr guten Wegstrecke. Sie sollten Ihre Dehnungsübungen selbstständig und sehr gut durchführen. Die Wunden sind geheilt und sauber. Das sind die ganzen Checkpoints, die Sie dann erreicht haben müssen. Dann kommt der nächste Checkpoint, den werden Sie selber am besten merken, nämlich die Spannungsphase. Die Spannungsphase beginnt so ungefähr im Oberschenkelbereich bei 1,5 cm und dauert im Allgemeinen
irgendwas um die 4 bis 5 Zentimeter. Das ist hoch individuell und das bekomme ich von den Patienten immer wieder als Rückmeldung. Ab einem gewissen Verlängerungsabschnitt wird es deutlich einfacher, sich zu dehnen, wird die Mobilisierung deutlich einfacher. Und da wird das ganze, der ganze Prozess, wenn Sie es bis dahin geschafft haben, in der Balance zu bleiben, deutlich einfacher im Vergleich zu vorher. Und im Allgemeinen ist das in der Größenordnung 4 bis 5 Zentimeter, wo es denn ein bisschen einfacher wird und wo Sie auf jeden Fall Ihre Balance gefunden haben sollten. Das heißt, die wichtige Phase und die wirklich anstrengende Phase ist in der Phase zwischen 1,5 und 4 Zentimeter. Da sollten Sie gucken, dass Sie in der Balance sind, da sollten Sie gucken, dass Sie mobil sind und auf jeden Fall sollten Sie muskuläre Defizite vermeiden. Nach den 4 Zentimetern müssen Sie eine strukturierte Routine entwickelt haben, der Tagesablauf im Grunde genommen immer gleich sein und dann laufen Sie den Marathon bis zu Ihrem Ziel, wie auch immer 8, 9, 10 Zentimeter und hören dann mit dem Klicken auf. Dann haben Sie den Checkpoint sozusagen Klickende erreicht. Da haben wir zwischendrin unsere Röntgenbilder. Röntgenbilder machen wir im Allgemeinen alle 6 bis 8 Wochen und dann nochmal bei 10 cm bzw. am Abschluss der gesamten Verlängerung. Danach geht die Konsolidierungsphase weiter. In der Konsolidierungsphase ist es natürlich noch so, dass die Lücke, die knöcherne Lücke erst sich verfestigen muss bzw. der Knochen hier nachwachsen muss. Wenn Sie geringe Spannung haben, das heißt, wenn Sie in der Balance sind, im besten Falle ohne muskuläres Defizit, mit aufrechter Hüfte und geschlossenen Beinen, dann können Sie damit rechnen, ungefähr 8 bis 12 Wochen nach Stopp der Verlängerung ein einigermaßen normales Gangbild ohne Unterarmgehstützen zu haben. Das ist das Schnellste, was Sie jemals erreichen können. Dafür müssen diese Lücken aber einigermaßen knöchern fixiert sein. Solange die noch nicht knöchern fixiert sind, werden Sie immer so ein bisschen ein wackeliges Gangbild haben. Das erkläre ich nochmal in einem anderen Video. Solange die noch offen sind, werden Sie Probleme haben mit einem normalen Gangbild. Sobald die fixiert sind, werden Sie die Chance haben, normal zu laufen. Das heißt, der Fokus hier ist dann nicht nur auf der Dehnungsarbeit, sondern auch auf der muskulären Stärkung und auf der Optimierung des Gangbilds. Und dann haben Sie, nachdem Sie das Ganze erreicht haben, 8 bis 12 Wochen nach Stopp des Klickens, auch die Chance, danach sportlich sich aufzubauen. Das heißt, dann beginnen Sie ganz langsam am Laufband sich aufzutrainieren. Ich empfehle da immer langsam zu beginnen. Das heißt, fangen Sie an mit 5 km/h für 5 Minuten und machen das 4 von 7 Tagen in der Woche. Das heißt, alles, was Sie machen in der Konsolidierungsphase, im Rahmen des sportlichen Aufbaus und im Rahmen der Regeneration nach einer Beinverlängerung, das müssen Sie langsam und stufenweise machen. Es bringt Ihnen gar nichts, wenn Sie anfangen, aufs Laufband zu gehen und versuchen, so zu joggen, wie Sie es vorher gemacht haben. Dann werden Sie Schmerzen hinterher haben. Sondern Sie müssen eine Baseline schaffen, ein niedriges Niveau, damit anfangen, das konsequent durchführen, 4 von 7 Tagen in der Woche und dann wochenweise langsam steigern. Und zwar empfehle ich es da immer alternierend zu steigern. Das heißt, die Woche danach steigern Sie die Länge des Joggens um 5 Minuten, dann wieder 1 km/h Geschwindigkeit, dann wieder 5 Minuten Dauer und so weiter und so fort. Dann haben Sie einen Ablauf von Wochen bis Monaten, wo Sie zu Ihrer normalen sportlichen Verfassung wieder aufschließen können. Das gleiche gilt fürs Krafttraining. Wir haben hier auch ganz klare Vorgaben. 8 bis 12 Wochen nach der Verlängerung in diesem Zeitraum bauen wir auch Kräftigungsübungen der Muskulatur mit ein. Wenn Sie dann anfangen, wieder Kräftigungsübungen zu machen, dann beginnen Sie bitte erstmal ohne Gewicht diese Übungen zu machen und dann können Sie alle 2 Wochen 10 Kilogramm Gewicht mit draufladen, sodass Sie Ihrer Muskulatur und Ihren Knochen ganz langsam Zeit geben, sich zu adaptieren. Wenn wir jetzt über den Bereich der Checkpoints im Unterschenkelbereich reden, dann ist das fast identisch. Es zieht sich so ein bisschen mehr in die Länge. Wir haben den Operationstag, auch hier haben wir die Operation mit 5 Stunden, danach den Aufwachraum und danach im Grunde genommen das Klinikzimmer.
Hier ist es so, dass wir im Allgemeinen mit den Patienten erst am ersten postoperativen Tag aufstehen, weil da haben sie noch Drainagen. Die Drainagen müssen erst gezogen werden. Die Mobilisierung am Anfang ist insgesamt ein bisschen schwieriger. Das heißt, der erste Verlauf im Unterschenkelbereich ist immer ein bisschen langsamer und länger im Vergleich zum Oberschenkelbereich. Dann haben wir den nächsten Checkpoint, wenn Sie in die Reha gehen. Der Wechsel zwischen Krankenhaus und Rehabilitation ist im Unterschenkelbereich nach 7 Tagen. Nicht nach 4 bis 5 Tagen, sondern nach 7 Tagen. Das heißt, da sind Sie ein bisschen länger im Krankenhausbereich, einfach zur Überwachung, dass alles in Ordnung ist und weil Sie ein bisschen länger brauchen, um flüssig mobil zu werden. Im Rehabilitationsbereich läuft es dann genauso ab wie im Oberschenkelbereich. Da werden Sie erstmal angelernt, selbstständig zu klicken. Nachdem Sie angelernt wurden, selbstständig zu klicken, zeigen wir Ihnen die Übungen, die Sie vollführen sollen für die Dehnungsübung, trainieren mit Ihnen Mobilisierung und so weiter, dass Sie ein schönes Gangbild erlernen und an Unterarmgehstützen dann wirklich mobil sind und gute Wegstrecken erledigen können. Im Unterschenkelbereich haben die Patienten die ersten 4 bis 6 Wochen wirklich zu kämpfen mit Schwellungen, mit Immobilisierung und auf die Beine zu kommen an Unterarmgehstützen. Das ist vollkommen normal. Nach den 6 Wochen ist der Progress deutlich schneller als im Oberschenkelbereich. Zum einen, zum zweiten ist die Spannungsphase noch nicht so früh wie im Oberschenkelbereich. Das liegt einfach daran, dass sie im Unterschenkelbereich weniger muskuläre Masse haben und diese muskuläre Masse eher einseitig ist, nämlich im Wadenbereich. Sie haben es ja nicht auf der Vorderseite, die ganze muskuläre Masse, und auch nicht 360 Grad zirkulär wie im Oberschenkelbereich. Das heißt, nach den 6 bis 8 Wochen schließen die Unterschenkelverlängerungen meistens auf zu den Oberschenkelverlängerungen und sind dann eben mobil. Der Fokus in der Unterschenkelverlängerung liegt wirklich auf der Mobilisierung. Das heißt, Sie müssen ein schönes Gangbild haben, Sie müssen laufen, Sie müssen sich bewegen. Dann kommt der nächste Checkpoint, Stopp der Verlängerung. Stopp der Verlängerung ist vergleichbar wie mit dem Oberschenkelbereich. 8 bis 12 Wochen danach würde ich ein normales Gangbild auch so langsam mit abtrainierten Unterarmgehstützen erwarten. Die Verknöcherung im Unterschenkelbereich dauert nur sehr, sehr lange. Das ist vollkommen normal. Sie sind im Unterschenkelbereich fast bei der doppelten Zeit, die es braucht, zu verknöchern im Vergleich zum Oberschenkelbereich. Aber das ist nun mal so. Da müssen Sie im Grunde genommen Geduld haben. Regelmäßige Röntgenbilder machen wir danach. Und sobald die Verknöcherung aufgeschlossen hat, dann kann man auch gerne wieder anfangen mit Trainieren, kann wieder aufs Laufband gehen, so wie im Oberschenkelbereich, beziehungsweise dann auch Kraftsport machen. Ich hoffe, die einzelnen Phasen sind dadurch klar geworden und Sie haben einen Gesamtüberblick bekommen über die einzelnen Proportionen, beziehungsweise die Verlängerung der einzelnen Proportionen. Und das Gesamtbild ist etwas klarer geworden. Vielen Dank dafür.